สวัสดีค่ะดีใจนะคะที่ได้เจออีกแล้วอุ้มอามามามีฟอนออยส์อังคุกโอ้เฉพาะออยส์ฟัมมิสวีอิมมาชลามชลามไปมามีคอยว่าโซไฮส์ I am not hot but weather is ด็อกมามีส์อัลฮอตกล่าวยับสู่เฮาส์นัวฮอตแพนทรากันHabt ihr das gehört, Leute? Aber sie sieht nicht, ich weiß nicht. Aber wisst ihr Bescheid? Nächstes Jahr Thailand um die Zeit. Wer Mami in Hotpants sehen will, weiß Bescheid. Das habe ich gekocht, als meine Mami in Thailand war. Und dann habe ich ihr die Fotos geschickt. Dann hat meine Mami gesagt, wenn ich wieder da bin, will ich das auch essen, ja, gell? Ja. Und zwar heißt das Gericht Supermodel Bowl. Ja, für Supermodel Bowl. Dann geht's los, Leute. Wir zeigen euch die Zutaten. Thai Basilikum. Fresh. Garten gefügt von unserem Garten. Richtig, und da ist nicht nur Thai-Basilikum, da ist auch normale Basilikum und wie heißt das andere? Blue Basilikum, Magic Blue, mhm. Gell? Magic Blue. Also da könnt ihr die Basilikumsorte nehmen, die ihr am einfachsten bekommt. Wir haben jetzt alle drei genommen. Das ist schön duftig. Duftig, exotisch. Shiitake-Pilze und wenn ihr keine Shiitake-Pilze bekommt, könnt ihr auch normale braune Champignons nehmen. Gell? Ich habe jetzt beide genommen. Ich habe gemixt. Avocado. Gut für die Schönheit. Karotten klein geschnitten in kleine Würfelchen. Ganz viel Grün heute, gell? Deswegen ja Supermodel Bowl. Was haben wir? Da haben wir Dill und Pfefferminze. Lecker Thunfisch. Loro Rosso haben wir jetzt genommen. Ihr könnt jede Salatsorte nehmen, auf die ihr Lust und Laune habt. Tomatis. Klein und lecker wie Mami. Ja. Stimmt. Und wir brauchen noch Quinoa. Hier haben wir Quinoa schon fertig gekocht. Das ist schwarz, rot und weißer Quinoa gemixt. Guck, Leute, Mami ist wieder gut drauf, wie immer, gell? Und zwar geht es jetzt los, Leute. Wir braten zuerst an. Wir braten an Shiitake-Pilze, Karotten und Thunfisch. Okay. Und alle Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Infobox rein, könnt ihr checken. Ich bin verliebt. Ich glaube, wir können jetzt kochen gehen, Mami. Tschüss. Erstmal Kokosnussöl hier in der Pfanne erhitzen. Dann Karotten hinzugeben, anbraten. Shiitake-Pilze, braune Champignons auch duftig anbraten. Und schon kommt Thunfisch dazu. Helle Sojasauce. Teriyaki-Sauce. Und alles schön ineinander duftig braten. Ich liebe es. Leute, wir sind gleich fertig, gell? Wir haben jetzt unser Thunfisch, Shiitake, Karotten wunderbar angebraten. Und habt ihr gesehen, wir haben noch helle Sojasauce und Teriyaki-Sauce genommen, gell? Das schreibe ich euch aber, wie gesagt, alles unten in die Infobox nochmal rein. Und jetzt geht es nämlich quasi darum, das Bowl zu designen. Und wir werden es richtig schön machen. Das sieht richtig einladend lecker aus. Und ich würde sagen, los geht's. Mami hat schon so schön Avocado geschnitten, wie kleine Fächerchen, zeige ich euch gleich.
Das sieht total lecker aus, Leute. Guckt euch das mal an. Guck mal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist wirklich ein Supermodel wohl. Und schmeckt auch und schmeckt. Das stimmt. Da würde ich am liebsten da reinhüpfen. Und Leute, als Soße, gell, als Dip, haben wir jetzt hier unsere thailändische Dip-Soße gemacht. Wie das geht, das zeige ich euch gleich im nächsten Video. Das schneide ich direkt im Anschluss, dann könnt ihr euch das anschauen. Ihr könnt aber natürlich auch jede andere Soße nehmen, auf die ihr Lust und Laune habt. Super lecker. Gell? Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr genauso Lust drauf habt, neugierig seid und das ausprobieren wollt. Yes. Gell? Und her mit den Hausaufgaben. Yeah. Mit Fotos, yeah. Feedbacks, da freuen wir uns riesig drauf. Gell? Mhm. Mami und ich senden euch ganz dicke Jup-Jups und Schuh. Mami will kein Schuh. Also passt gut auf euch auf, lasst es euch schmecken und bis bald. Bye bye.